Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu der Aktionär TV. Und was Sie heute in dieser Sendung alles erwartet, das sehen Sie jetzt in unserem Themenüberblick. Die Chance des Jahrzehnts, Europa feiert Comeback. Außerdem Smartphone-Boom, wir stellen Ihnen die Immer-Gewinner vor. Und Chartcheck, Einzelwerte in der technischen Analyse. Die Chance des Jahrzehnts, Europa feiert Comeback. So lautet das Titelthema der aktuellen Ausgabe des Anlegermagazins Der Aktionär. Und mit welchen Bluechips Sie ein Vermögen verdienen können, wer der Immergewinner des Smartphone-Booms ist und wie viel Luxus Sie Ihrem Depot gönnen sollten, darüber spreche ich jetzt mit Florian Westermann von Der Aktionär. Herr Westermann, Sie schreiben in der neuesten Ausgabe, Europa feiert ein Comeback. Glauben Sie denn, dass wir tatsächlich jetzt schon über den Berg sind? Ja, also über den Berg, das ist vielleicht übertrieben, aber die Zeichen stehen klar auf Erholung. Bestes Beispiel ist Italien, wo die Zinsen für die Staatsanleihen in den letzten Monaten deutlich zurückgekommen sind. Im August 2012 mussten die Italiener für 10-jährige Staatsanleihen noch um die 6% bezahlen. Jetzt zuletzt waren es 4,5%. Also das spiegelt klar das Vertrauen, stellt klar das Vertrauen der Anleger. Es gibt ja auch einige Indikatoren, die sich jetzt verbessert haben, wie zum Beispiel der IFO-Index. Die Aktienmärkte sind auch etwas freundlicher. Gibt es denn andere Indikatoren noch, die dafür sprechen, dass Europa sich langsam wieder auffällt? Ja, also tatsächlich neben dem IFO-Index ist vor allem jetzt auch der GfK-Konsumklimaindex zuletzt wieder deutlich angestiegen. Also die europäischen Verbraucher trauen der europäischen Wirtschaft einfach mehr zu. Und ein bisschen Probleme haben wir noch in Ost- und Südeuropa, aber auch hier gibt es klare Zeichen der Erholung. Bestes Beispiel ist hier eine Studie der ING Bank aus den Niederlanden, die besagt, zwischen Januar und August wurden aus den sogenannten PIGS-Staaten 400 Milliarden Euro circa abgezogen und zwischen September und Dezember sind jetzt wieder 100 Milliarden Euro zurückgeflossen. Also man kann eigentlich von einer Umkehr der Kapitalflucht sprechen. In Deutschland beim DAX sieht es ja ganz gut aus, wobei wir jetzt einen kleinen Rücksetzer hinnehmen mussten. Aber wir waren ja schon mal fast bei einem neuen Allzeithoch. Wie sieht es denn momentan beim Eurostox aus? Das sind ja die Bluechips aus Europa. Ja. Naja, hier sieht es nicht ganz so gut aus. Wir sehen zwar eine Bodenbildung im Index oder eine Bodenbildung, die sich abzeichnet, aber im Vergleich zum DAX, der DAX notiert nahe seines Allzeithochs. Der Eurostox 50 notiert derzeit bei ca. 2600 Zähler sind wir circa. Und das Hoch lag weit über 5000, also hier ist noch deutlich Luft nach oben. Dann schauen wir mal auf die Euro-Länder, die Sie vorstellen, in die man mal schauen könnte. Sie stellen da vor allen Dingen ja die Krisenländer vor. Warum sind die gerade interessant? Ja, das liegt einfach daran, dass die Bewertungen extrem günstig sind. Hier möchte ich gerne auch wieder auf Italien zurückkommen. Historisch gesehen hat das Land, also die Aktien, die Bluechips, ein Kursbuchverhältnis von ca. 1,5. Aktuell haben wir ein Kursbuchverhältnis von 0,75. Also das zeigt klar die Unterbewertung dieses Marktes und ähnlich spielt sich das halt auch in Portugal und Spanien und Irland ab. Und deswegen setzen wir einfach auf diese Länder, weil die klar unterbewertet sind. Da machen wir uns auch ein altes Sprichwort von André Costolani zugute, kaufen wir die Kanonen donnern. Der Aktionär hatte ja im Sommer 2012 dazu geraten, griechische Aktien zu kaufen, zum Beispiel Hellenic Telekom, mit denen wir mittlerweile knapp 200% im Plus liegen. Also eine ähnliche Situation haben wir jetzt eigentlich auch wieder. Sie haben gerade Spanien schon angesprochen. Gibt es denn in Spanien momentan auch interessante Branchen oder Einzelwerte, die man mal ins Auge fassen könnte? Ja, also besonders gefällt uns hier Repsol, das ist der spanische Öl- und Gaskonzern. Die Aktie hat sich von dem Ölcrash 2008 nicht wirklich erholt. Dann kam noch die ganze Problematik mit der Schuldenkrise dazu. Wie Sie es hier auch im Chart sehen, sieht nicht so wirklich gut aus. Allerdings der Chart spiegelt nicht wirklich die fundamentale Entwicklung im Konzern wieder. Das Management hat viele Schritte unternommen, den Konzern wieder auf Kurs zu bringen. Umsatz und Gewinn werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Und das Management hat sich entschlossen, Assets, die nicht zum Kerngeschäft gehören, abzustoßen und investiert Milliarden in das Upstream-Geschäft, also in die Öl- und Gasförderung, vor allem auch in Brasilien. Und diese Investitionen dürften sich in den nächsten Jahren deutlich ausbezahlen. Hinzu kommt, dass der Wert derzeit auf eine Dividendenrendite von über 5% kommt. Also für uns ein klarer Kauf.
Das heißt, jetzt kann ich sofort einsteigen als Anleger? Ja, nach dem kurzen Rücksetzer ist es auf alle Fälle eine interessante Kaufgelegenheit. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber peu à peu kann man definitiv reingehen. Dann schauen wir mal auf ein anderes Thema, auf die Smartphones, auf den Smartphone-Boom, ja immer ein beliebtes Thema. Gibt es dann aber auch Aktien, die immer gewinnen, auf die man praktisch jederzeit setzen könnte? Ja, hier ist insbesondere die Qualcomm interessant. Das Unternehmen hat schon vor Jahren den Trend hin zu Tablets und Smartphones erkannt und seinen Kunden die entsprechenden Lösungen und Chips angeboten. Und ja, mittlerweile steckt halt Qualcomm-Chips im iPhone 5, im Lumia 920, im Galaxy S3, also in den ganzen Top-Smartphones, und auch im 3G- und 4G-Geschäft ist Qualcomm mit Lizenzen vertreten, und jedes verkaufte Smartphone ist für Qualcomm ein wahres Geld wert. Und da gibt es auch eine interessante Studie: bis 2015 soll sich der Smartphone-Absatz auf ca. 1,2 Milliarden Geräte verdoppeln, also für Qualcomm stehen die Zeichen auf grün. Das heißt, das Unternehmen profitiert, egal wer dann letztendlich das Rennen macht im Smartphone-Bereich. Aber was glauben Sie dann, wer macht denn wirklich das Rennen dann? Ja, das ist zurzeit noch schwer zu sagen. Fest steht, dass Apple und Samsung auf Mittelfrist definitiv erstmal die Krone behalten werden. Aber Nokia hat mit dem Lumia 920 bewiesen, dass sie auch super Produkte im Markt haben. Und eine heiße Spekulation ist auch BlackBerry, die jetzt das Z10 auf den Markt gebracht haben. Also das wird spannend. Ja, spannend ist natürlich auch das Thema Luxus. Sie schreiben Shampoos und Bling Bling, und das Thema Luxus würde immer gehen. Wie viel ist da dran? Was geht dann praktisch? Ja, das ist richtig. Bis 2015 soll der gesamte Luxusmarkt auf 180 Milliarden Dollar circa wachsen. Das sind 20% Wachstum. Das Hauptwachstum liegt dabei in China. Bis 2015 soll der Umsatz hier bei ca. 30% liegen. Das sind 60 Milliarden Dollar. Und das ist halt einfach für die Luxusbranche ein Riesengeschäft. Und es gibt auch kein Luxusunternehmen, das jetzt nicht in China aktiv ist. Und das ist einfach der Haupttreiber für das ganze Geschäft. Gibt es da denn irgendwelche Einzelwerte oder Unternehmen, auf die man jetzt setzen sollte? Also Anleger sollten sich auf alle LVMH anschauen. Das ist die Nummer eins. Haben unter anderem die Marken Louis Vuitton, Bulgari, Dior. Und sind recht günstig bewertet. KGV 17 haben wir hier etwa. Langfristig, wenn man sich den Chart anschaut, die Aktie kennt auch nur eine Richtung nach oben. Und ist einfach ein Basisinvestment in jedem Depot, das in diesem Bereich investieren will. Der nächste Wert, der super spannend ist aus unserer Sicht, ist die Swatch. Die Schweizer haben jetzt im letzten Jahr den Umsatz um fast ein Drittel, den Gewinn um fast ein Drittel gesteigert. Und Hauptabsatztreiber war auch wieder China, wo man stark aufgestellt ist. Ansonsten ein bisschen spekulativer ist Prada. Prada ist die Wachstumsstory, natürlich sind die auch in China vertreten, aber jetzt auch gerüchteweise zufolge will Prada den indischen Markt aufrollen. Prada ist hier noch überhaupt nicht vertreten. Das dürfte sich aber sehr wahrscheinlich demnächst ändern. Also und wenn ich jetzt Prada kaufen will, dann habe ich jetzt auch eine gute Begründung dafür. Danke schon mal dafür. Schauen wir nochmal auf die anderen Aktien. Gibt es da noch mehr, in die man gerade investieren könnte? Ja, man kann fast sagen Geheimtipp. Geheimtipp ist es vielleicht nicht wirklich, aber es gibt kaum Anleger, den wir kennen. Das ist die Bruno Cucinelli. Das ist ein spanischer Kleidungshersteller. Kaschmirprodukte, Oberteile, und da ist kein Teil unter 2.000, 3.000 Euro zu bekommen. Die sind im letzten Jahr an die Börse gegangen, hatten einen fulminanten Börsenstart am ersten Tag plus 50%. Seitdem kennt die Aktie auch nur die Richtung nach oben. Das KGV ist mit 35 mittlerweile nicht mehr ganz günstig, also deswegen kein konservativer Wert mehr. Allerdings sind die Wachstumsraten enorm, auch mit Blick auf China. Also die Aktie ist für spekulativ orientierte Anleger klar im Kauf. Herr Westermann, ich will noch gerne mal nachhaken. Wir haben nämlich noch ein paar Minütchen Zeit. Sie haben schon über die Nokia-Aktie gesprochen, über Nokia. Da gibt es ja eine Veranstaltung am 25. Februar, wenn ich mich nicht irre, in Barcelona. Und es gibt so Gerüchte, dass Nokia irgendwas vorstellen könnte. Wissen Sie da vielleicht schon mehr? Genau. Also was genau Nokia bringen wird, ist natürlich noch das große Geheimnis. Spekuliert, eine ganz heiße Spekulation ist, dass Nokia ein eigenes Tablet auf Windows-Basis auf den Markt bringen wird. Dann gibt es noch Spekulationen, dass Nokia ein neues Super-Smartphone auf den Markt bringen wird. Jetzt aktuell haben wir ja das 920, das Lumia 920 an der Spitze. In China sind Berichte aufgetaucht, dass es ein Lumia 1000 geben wird. Dabei könnte es sich um ein Smartphone aus Aluminium handeln, eventuell auch mit einer 41-Megapixel-Kamera. Die würde das Lumia 920 natürlich noch mal ein bisschen in den Schatten stellen. Das sind so die Gerüchte.
Möglicherweise wird Nokia auch noch das ein oder andere Smartphone auf den Markt bringen, aber das sind dazu die heißesten Gerüchte. Und wenn es diese Smartphones dann tatsächlich geben würde oder geben wird, glauben Sie, dass Nokia dann das auch mit Apple aufnehmen kann? Also ich denke schon. Alleine das Lumia 920 ist ja technisch gesehen wirklich ein sehr gutes Modell und steht dem iPhone 5 nichts nach. Und es wird spannend, wenn wirklich ein neues Spitzenmodell auf den Markt kommen würde, was Apple da entgegenzusetzen hat. Sie spekulieren jetzt darauf, dass es neue Produkte gibt. Wäre es vielleicht für den Anleger interessant, jetzt schon vor dieser Präsentation bei Nokia einzusteigen? Das wäre durchaus interessant, weil die Aktie ist ja zuletzt an einer starken Unterstützung abgeprallt. Also in den letzten Wochen hat das nicht ganz so gut ausgesehen für den Chart, aber mittlerweile sieht es eigentlich wieder ziemlich positiv aus. Spekulativ orientierte Anleger können durchaus mit einigen kleinen Positionen im Vorfeld des Events einsteigen. Heiße Gerüchte also bei Nokia. Florian Westermann, vielen Dank für diese Einschätzung. Ja, und das war's schon wieder für den Moment. Hier geht's jetzt aber gleich weiter mit unserem Chartcheck.